So, jetzt gehen wir zum Hafen. Wo könnte hier bitte der Scheiß bitte sein? Sicher im Baum vom Garten von dem einen Haus, da wo ich nicht reinkomme. Garantiert. Das muss so sein. Ja, natürlich, hier ist auch wieder einer. Der angelt. Jetzt nicht im Ernst, dass der aus Colorado hier ist, oder? Du willst wissen, wer ich bin? Nun, altes Haus, ich bin niemand anderer als Colorado, der berühmte Abenteuer und Archäologe. Ich ziehe um die Welt. Und du bist Mario, stimmt's? Was machst du hier? Er tut gerade so, als wir uns noch nie begegnet wären. Ich bin auf dem Weg nach Lava Lava Island in der Südsee, um ein diabolisches Geheimnis zu lüften. Es scheint, als wäre dort antike Schätze von einer vulkanischen Höhle verborgen. Aber ich sitze ein wenig in der Tinte. Es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Denk nach, Colorado. Wie kann man das Meer überqueren? Am besten mit einem Schiff oder einem Monster. Autsch, jaul. Was machst du denn da? Es hat sogar funktioniert. Oh, gütiger Himmel. Ich habe mich schon gefragt, was das wohl sein mag. Sieht aus wie ein riesiger Thunfisch. Grrr. Ich bin kein Thunfisch, ich bin ein Wal. Und ich habe ein Problem. Es fühlt sich an, als wäre jemand in meinem Bauch herumhüpft. Als würde jemand in meinem Bauch herumhüpfen. Au, 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 helft mir. Ich würde sagen, dieser große Thunfisch leidet an Bauchschmerzen. Mario, würdest du dem Fisch wohl kurz zur Hand gehen, Flosse gehen? Ich habe gesagt, ich bin kein Thunfisch, ich bin ja nicht mal ein Fisch. Und langsam bekomme ich Kopfschmerzen, wenn ihr weiter auf mir herumtrampelt. Könnt ihr wohl meinen Bauch untersuchen? Ich bitte euch. Es kommt jetzt vor wie so Lord Yabu Yabus Bauch aus Ocarina of Time. Wow, wer da? Was hast du denn mit der Funzel vor? Autsch, das hat weh, was machst du denn da? Okay, eigentlich wollte ich dir mal auf den Kopf springen. Hey Freundchen, suchst du Ärger? Den kannst du haben. Ich bin ohnehin schon angefressen genug. Mach dich bereit für eine Tracht Prügel. Ja, was mir eigentlich in den Sinn kommt, wir haben jetzt wieder ein Kapitel abgeschlossen und der komische Zwerg da hat mich noch nicht angegriffen. Das ist sehr, sehr seltsam. Schock. Paulus wird einen Gegner. Verstärkt Marios Angriffskraft für kurze Zeit. Okay. Jetzt habe ich es falsch gemacht, gell? Holen wir jetzt runter mit dem Erdbebenhammer. Was ist das für eine Arschloche?
Aber da ist, war das gerade gut, auch dass jetzt aufgelevelt wurde. Also das heißt, wie viele Runden es mich stärker macht. Okay, jetzt holen wir ihn runter. Eigentlich sollte ich jetzt mal mit Gumpa schauen, wie viel Leben der hat. Ich kann jetzt gar keine Items mehr einsetzen. Mickey wechseln, Gumpa, Gumbario. Fähigkeiten. Ich kann echt nichts machen. Mitglied wechseln, das ist im Fall Wart wieder, sonst ist es zu dunkel. Jetzt kann das sich auch noch heilen, ich glaube ich spinne. Jetzt bin ich mal, wie viel Schaden das macht. Auch 6. Achso, ist eh schon tot. Wir kommen Level up. Was will ich denn machen? Mehr Ordenpunkte. Mist, zuerst entkomme ich diesem blöden alten Fischmann. Dann verschluckt mich dieser große Fisch und dann nervt mich der schnauzbärtige Kerl. Schon seit ich klein war, gerate ich ständig vom Regen in die Traufe. Das nenne ich ein verkorkstes Leben. Mario, ich bin es. Du weißt schon, der Wal. Kannst du mich hören? Die Bauchschmerzen haben aufgehört. Ich fühle mich fantastisch. Wusch. Warum hat er es nicht gleich gemacht? Hey. Das bist ja du. Du bist der blöde Fisch, der mich aufgefressen hat. Du bleiköpfiger Depp, ich dachte, ich wäre geliefert. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe nur mit offenem Mund geschlafen. Nun, ich werde dieses eine Mal verzeihen, aber pass in Zukunft besser auf. Ich glaube, ich bin dir was schuldig. Dank nochmal, Herr Schnauzbart. Pass gut auf euch auf. Ich fühle mich schon viel besser. Man sollte dich Dr. Mario nennen. Und außerdem hier Spiele. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich erkenntlich zu zeigen. Ich hab's. Ich, der Thunfisch. Ich meine, ich, der Wal. Bin ein sehr guter Schwimmer. Jetzt hängt's kurz bei mir. Um dir zu danken, bringe ich dich, wohin du willst. Verzeihung, dass ich gelauscht habe, aber sagtest du eben, wohin du willst? Mario, ja, du alter Thunfisch-Dompteur, begleite mich an die Gestade von Lava Lava Island. Das wird eine tolle Reise, diese Insel muss einfach wunderbar sein, vertraue meinen Instinkten. Mario, ich glaube, das Sternenkind hat gesagt, dass einer der Sterne auf Lava Lava Island festgehalten wird. Wir sollten dorthin gehen. Große Wahl. Nehmen uns mit. Juhu. Wie? Lava Lava Island? Ja, natürlich. Weiß ich, wo es liegt, aber... Dort gibt es einen großen Vulkan. Und der steht kurz vor dem Ausbruch. Sehr gefährlich. Möchtet ihr trotzdem hin? Nun, okay, wie ihr wollt. Sagt mir, wann ihr bereit seid. Wir irgendwas machen. Hier speichern wir. Und dann schauen wir, wohin uns die Reise führt. Ja, wir möchten. Gulp. Es ist doch aber auch völlig sicher, oder? Mach mal ein bisschen Platz.
Okay, auf nach Lava Lava Island. Die See ruft uns. Ich kann nicht glauben, dass wir auf einem Thunfisch reiten. Mario, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie seltsam das Leben sein kann? Ich schon. Kapitel 5 Aloha auf Lava Lava Island. Wenn ihr wollt, dass ich euch nach Toton zurückbringe, dann fragt mich einfach. Aha, nun endlich geschafft. Also das ist also Lava Lava Island. Umwerfen. Meine Güte. Zieh doch, Mario. Dort am Horizont. Der Gipfel des Lava Lava Berges. Triumphal, wir müssen los. Beeilung. Was ist denn das hier? Paralysiert alle Gegner, wenn es funktioniert. Was wetten wir? Der Typ wird jetzt irgendwie gekidnappt? Irgendwas passiert mit dem Bau jetzt. Ja, Hilfe, Hilfe! Glocken. Oh, ein Brief! Brief an Igor in Bohus Laden. Wo haben die Bohus einen Laden? Ja. Er ist selber schuld, ganz ehrlich. Tropische Kokosnuss wirft sie ja im Gegner. Okay. Okay, wie funktioniert das Patent jetzt hier? Naja, hol mich schnell den zurück hier. Wir helfen ihm zumindest. Wie Fuß ist da wieder? Wie heißen die? Open Fuzzy. Wir wollen joggen gehen. Mal schauen, ob das hilft. Ja, easy. Das habe ich total vergessen. So, jetzt schocken wir den vorderen hier. Okay. Geht echt zäh. Der eine ist jetzt eh weg. Der andere auch gleich in dem Fall. Was? Mit dem falschen. Hallo Gurke. So, jetzt hat sich der Arsch wieder geklont. Das machen wir jetzt anders. Und sorgen hier für eine Bombenstimmung.
das auch nicht blocken kann hier. Boah, da ist der Typ selber schuld, wenn er so vorstürmt. Puh, du hast mich gerettet. Vielen Dank, alter Freund. Nun, jetzt haben wir genug. Wir sollten zusammenreißen und weitermachen, ja? Jetzt rennt er wieder voraus und dann liegt er wieder in der Scheiße. Das ist ja typisch. Aber er sei der Abenteurer, er sei der Entdecker. Oh, die Yoshi-Siedlung, cool. Hey, hallo, holla. Das hier ist die Yoshi-Siedlung. Der Lava-Lava-Berg. Dieser Vulkan befindet sich östlich unseres Dorfes, aber man kann ihn unmöglich erreichen. Außerdem hat der Häuptling gesagt, dass es besser wäre, sich vom Berg fernzuhalten. Es sieht so aus, als würde jeden Moment ausbrechen. Okay. Aber das interessiert uns ja nicht. Der Häuptling ist mein Freund. Ich meine, hallo? Wie geht's dir? Aber egal, schon seit seiner Kindheit verfügt unser Häuptling über ein stark ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Als ich hörte, dass er zum Häuptling ernannt werden soll, hat mich das gar nicht überrascht. Das ist der Häuptling, oder wie? Ein fettes Schwein. Sei willkommen, Mario. Ich bin der Häuptling von Yoshis Siedlung. Ah, du bittest mich um Hilfe? Du möchtest zum Lava-Lava-Berg? Der Eingang zum Vulkan befindet sich im Dschungel, aber er ist nur sehr schwer zu erreichen. Außerdem ist der Vulkan aktiv. Ich glaube, es ist zu gefährlich, jetzt dorthin zu gehen. Na Gurke, wie geht's dir? So, dann gehen wir zu dem violetten Yoshi hier. Cyan, hallo. Wenn das nicht Mario ist, willkommen auf Lava Lava Island. Fast die gesamte Insel ist vom dichten Dschungel bewachsen. Aber das herrliche tropische Klima macht das unwegsame Gelände mehr als nur wett. Hallo Mario, hast du schon die Abroxas getroffen? Die leben in der Krone des höchsten Baumes im Dorf. Es gibt sehr viele von ihnen, aber sie kommen nie herunter. Außerdem sprechen sie eine sehr merkwürdige Sprache. Ganz schön mysteriös, oder? Alle behaupten, sie seien die Schüler von Don Raphael, des Herrn dieser Insel. Aber glaubst du das etwa? Man weiß es nicht, oder? Von hier sind wir gekommen. Das Wasser kann ich nicht, da ich aus Papier bin. Und oder so. Und dann gehen wir hier hoch. Was ist denn das schon wieder? Hier ist ein Fisch schon im Wasser. Die Dinger sind das, die Abroxas. Kra! Kra, kra, kra! Orakel der Sterne, Mario kommt auf diese Insel. Es ist seine Bestimmung, Don Raphael zu treffen. Kra! Der kann sogar Deutsch. Halt. Was wir sprechen halt. Kra, bist du der Mario, von dem Don Raphael uns erzählt hat? Kra, ja, keine Ahnung. Wie spreche ich mit dem da oben? Gehen wir zu dem Fisch hier ohne Wasser.
Heutzutage kommen nicht mehr viele Besucher. Ich würde ja gerne ein bisschen plaudern, aber ich habe alle Flossen voll zu tun. Ich passe auf die Jungs hier auf, damit sie nichts anstellen. Die sind nämlich sehr, sehr ungezogen. Ich habe zwar noch keinen Beweis dafür, aber ich wette, dass sie gerade etwas ausheckten. Aber wenn sie glauben, sie könnten Sushi... Können Sushi das nicht führen, haben sie sich geschnitten. Oh, da ist der Mario. Hey Mario, bist du auf der Suche nach Abenteuern? Wenn du willst, begleiten wir dich. Wenn die schrecklichen 5 bei dir sind, musst du dich um nichts mehr sorgen. Lass uns durch den Dschungel gehen, die schrecklichen 5. Wir haben keine Angst, wir können nur nicht gehen, weil dieser nervige alte Jeep Jeep uns immer davon abhält. Oh, willkommen. Nicht sehr viele Leute besuchen uns auf unserer Insel. Du musst wissen, dass der Dschungel jenseits der Siedlung äußerst gefährlich ist. Unsere Kinder dürfen da nicht ohne Aufsicht hingehen. Oh, übrigens, ich habe einen Cooper gesehen, der sich selbst Archäologe schimpft. Er lief in die andere Richtung. Er hat irgendwas darüber gebrabbelt, er müsse einen Weg in den Vulkan hineinfinden. Du weißt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Wir sind die schrecklichen 5 aus Yoshis Siedlung. Wir sind die besten Freunde. Wir sind zusammen, wenn wir spielen und wenn wir Ärger bekommen. Wir sind immer zusammen. Aber jetzt sind wir natürlich nicht zusammen, weil wir Verstecken spielen. Ich muss suchen. Ich hasse suchen. Wir sind die schrecklichen 5 von Yoshis Siedlung. Ja, wir spielen Verstecken. Aber wir dürfen das Dorf nicht verlassen, deswegen ist das Ganze ein bisschen langweilig. Ich will in einem größeren, viel aufregenden Ort spielen. Und ich will den Dschungel sehen. Dort ist es nämlich gefährlich. Das wäre wirklich aufregend. Oh, das ist doch Mario. Du bist doch gerade auf einem, Abenteuer, stimmt's? Wow, cool. Wer ist denn, wer ist das denn? Ist das dein Partner? Oh Mann, ich wünschte, ich wäre es. Ein Traum würde in Erfüllung gehen. Die Erwachsenen erlauben nicht, dass wir das Dorf verlassen. Sie sagen draußen, es ist zu gefährlich. Dieser lästige alte Jeep Jeep behält uns ständig im Auge. Sie lässt uns nicht in den Dschungel. Hehe, darüber sprechen wir noch. Wir, die schrecklichen 5, wir haben von nichts Angst. Die schrecklichen 5 und sie spielen versteckt, aber alle sind hier. Wir sind die schrecklichen 5. Wo wir sind, da ist Action. Wir halten immer zusammen, auch wenn wir Ärger haben. Übrigens, heute ist der Tag, an dem wir unseren geheimen Plan in die Tat umsetzen. Das ist so cool. Nur wir 5 kennen den Plan und genauso muss es sein. Mehr kann ich dir nicht sagen. Oh Mann, ich bin aufgeregt. Hoffentlich finde ich viele leckere Früchte im Dschungel. Sie hauen ab. Kann es sein, dass der Jeep Jeep dann mein Begleiter wird, weil dann kann ich auch im Toad Town dann zum Splitter und ich kann auch im Untergrund weiter. Wie geht's dir, Mario? Hey, hast du schon mit dem Jeep Jeep da drüben gesprochen? Sie ist hier als hervorragende Babysitter bekannt. Ihr Name ist Sushi. Sie passt auf die Kinder auf. Was würden wir nur ohne sie tun? Manchmal beschweren sie die Kinder zwar über sie, aber Kinder sind nur mehr Kinder. Ach übrigens, ein Archäologe namens Colorado oder so ähnlich ging ganz allein in den Dschungel. Er sagte, er wolle zum Lava-Lava-Berg, aber der Pfad endet auf dem halben Weg. Ich frage mich, wie weit er wohl gekommen ist. Ist egal, wie weit er gekommen ist. Wir heilen uns hier kurz und dann speichern wir. So, wir speichern hier, machen einen kurzen Cut fürs Video und sehen uns gleich wieder.